Herzlich willkommen, ihr geilen Vergenusswurzler. Ja, hui, heute sind die Patch Notes schon draußen, weil anscheinend am Dienstag der Patch schon kommt. Also morgen kommt schon der Patch raus und das liegt daran, dass ab Mittwoch oder so in China dieses New Year Hell Event ist und deswegen sind die irgendwie, glaube ich, ein oder zwei Wochen quasi in Urlaub. Ja. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, es kommt auf jeden Fall Heimdall raus. Der neue Oberbefehlshaber, der himmlische Oberbefehlshaber. Video hatte ich euch ja schon gemacht zu Heimdall. Checkt einfach das Video aus. Deswegen lese ich das ja jetzt nicht nochmal vor. Wir gucken uns die neuen Ereignisse und Ereignisoptimierungen an. Ein neues Heldenentwicklungsevent wird auf allen Servern eröffnet. Während des Events könnt ihr den neuen SP-Helden Heimdall zu entsprechenden Qualitäten weiterentwickeln, um seltene Belohnungen und Chancen auf Value Packs zu erhalten. Das ist ähnlich wie letztes Mal das Event, wo Dingens, glaube ich, rauskam, wo Artemis rauskam. Da war ja auch ein Heldenentwicklungsevent. Ich denke mal, dass das ähnlich ist. Es kommt auch zufälligerweise ein neuer Prototyp, das sehen wir später, raus. Und ich denke, dass man auch irgendwo in diesem Entwicklungsevent wieder diese neuen Prototypen bekommt. Anders wird man den wahrscheinlich nicht erhalten können. Ja, da kommt ein neues Collab-Rekrutierungsevent, wo wir Purin und Tachikoma erhalten können. Des Weiteren ist da noch Muka, Herkules und Xander am Start. Dann wird ein göttliches Wunsch-Event wieder eröffnet, der göttliche Segen. Dort können wir Jaina, Pandemonium und Ares bekommen. Ein bisschen ärgerlich wieder für mich sind alle im Immortal 5. Das ist immer ein bisschen blöd. Des Weiteren sind dort Poluno, Serena und Arthas drin. Da kommt ein Riesentower-Event. Dort kann man Jaina-Kopien bekommen und Masranis Seelenkristallkerne. Ja, das ist ein bisschen geil, aber diese Kristallkerne von Masrani würde ich schon gerne haben, kann ich aber nicht bekommen, weil ich ja nicht auf Immortal 5 Helden irgendwie noch weiter sammeln. Macht ja gar keinen Sinn. Dann kommt Quantum Mimic Machine, da kann man Tarisch bekommen und den Titanenhammer. Dann wird ein neues Helden Hell Rally Event eröffnet, das kennen wir ja, wo man für die bestimmte Anzahl an Rekrutierungen Belohnungen bekommt. Neue Ascension Arena wird eröffnet am 10. Februar. Das ist aber noch ein bisschen hin. 5 Tage noch. Also am Sonntag, glaube ich. Und dann das alljährlich große Valentinstag-Event steht kurz bevor. Wir haben eine Fülle von Valentins-Gameplay für euch vorbereitet. Schatz des Herzens. In diesem Event müssen Sie die speziellen Valentinstagsgegenstände Amors Pfeile verwenden, um Belohnungen zu erhalten. Du kannst 2 Lieblingsbelohnungen auf jeder Etage der Belohnungen wählen. Nachdem du alle Lieblingsbelohnungen auf einer Etage gezogen hast, kannst du entweder sofort zur nächsten Etage gehen oder alle Belohnungen auf dieser Etage ziehen, bevor du zur nächsten Etage gehst. Guardian Covenant, vorläufiger Name. In diesem Event könnt ihr die Bosse in täglichen Instanzen Herausforderungen, um die Eventgegenstände Rosen zu erhalten, die ihr euren Lieblingshelden schenken könnt. Jedes Mal, wenn du ein Geschenk machst, erhältst du eine Liebestruhe. Wenn die gesammelten Geschenke eine bestimmte Menge erreichen, kannst du wertvolle Belohnungen erhalten. Der Held mit den meisten Geschenken wird nach Ende des Events als Belohnung an alle teilnehmenden Spieler verschickt. Ey, das ist cool. Endloser, also da wird man ja sehen, welchen Helden quasi die Community am meisten feiert und ja. Den bekommen dann halt alle am Ende einmal zugeschickt. Endloser Kampf, Valentinstagsjubiläum 2024. Während des Events haben wir viele Boss-Stages für euch vorbereitet, also bleibt dran. Startet am 13. Februar, also das ist nächste Woche, geht 16 Tage. Oh. Anpassung und Optimierung der Spielinhalte. Das Rekrutierungssystem des Astralspiegels wurde optimiert. Der neue SP-Held Heimdall wurde hinzugefügt. Sie können im Astralspiegel zwischen den SP-Helden Heimdall, Artemis und Koraxia wechseln. Mythisch-göttlicher Erleuchtungsprototyp Gottesschutz, vorläufiger Name. Das ist der Prototyp, den ich meinte. Den werden wir wahrscheinlich über dieses Evolution-Event bekommen. Zu Beginn des Kampfes erhalten alle verbündeten Vorhuthelden ein Schild in Höhe von 50% ihrer Maximal-HP. Und alle Schilde und Heileffekte, die sie erhalten haben, erhöhen sich 30 Sekunden lang um 15%.
Fehlerbehebung. Ein Problem wurde behoben, durch das Samael in der exotischen Expedition nicht wiederbelebt werden konnte, wenn er das Ausrüstungsset und sterbliche Ausblendung trug. Was ihn selber einmal tötet, dann war er quasi wiederbelebt in dem Moment, aber im nächsten Fight war er dann, glaube ich, tot einfach. Das war ein bisschen blöd. Ja, Leute, das war's vom Patch. Bin gehypt, Valentinstags-Events, let's go! Lasst einen Daumen nach oben, haut ein Abo raus und verpasst keins der Valentinstags-Videos, die bald kommen. Bam, bam, peace. Euer Wir sein rein in 1, haut rein.